Präsentiert von provideopodcast.de, Ihr Profi-Cast für bewegte Bilder. Apple liefert mit DVD Studio Pro eine vergleichsweise große Auswahl vorgefertigter Menüs. Diese Vorlagen sind aufwendig gestaltet und treffen sogar den einen oder anderen Geschmack. Wie Sie eine DVD mit einer solchen Vorlage gestalten, erfahren Sie in diesem Abschnitt. Um eine DVD mit einem Menü zu gestalten, können Sie sich in DVD Studio Pro den vielfältigen Vorlagen bedienen. Sie finden die gesamten Menüs, die Apple mitliefert, hier in der rechten Palette, und zwar unter Vorlagen Apple, und können sich hier entsprechend ein Menü auswählen. Ich wähle zum Beispiel dieses Menü, ziehe das Menü per Drag and Drop in meine grafische Darstellung und habe das Menü damit quasi schon angelegt. Im nächsten Schritt importiere ich mir wieder mein Material, und zwar die MPEG-2-Datei und die AC3-Datei, wähle Importieren, und anstatt, dass ich diese beiden Dateien nach dem Import aus meinem Medienbrowser in die grafische Darstellung ziehe, ziehe ich sie direkt in das Menü, woraufhin bei gedrückter Maustaste ein Overlay-Fenster erscheint. Hier wähle ich die Funktion Taste und Spur erstellen, woraufhin der Film in einer kleinen Voransicht erscheint. Ich den Film hier unten in der Timeline sehe, und zwar mit Audio und mit Video, und einen Filmcontainer in meiner grafischen Darstellung vorfinde. Um das Menü jetzt noch ein wenig besser zu gestalten, kann ich diesen kleinen Button repositionieren. Ich kann ihn größer und kleiner oder ein wenig breiter ziehen, um damit ein möglichst ansprechendes Aussehen meiner DVD zu gewährleisten. Weitere Optionen, die ich hier habe: Ich könnte zum Beispiel weitere Filme in die entsprechenden Tastenfelder legen, die hier bereits vorgefertigt sind. Ich kann natürlich den Titel ändern, zum Beispiel Surfing Hawaii. Und ich kann hier unten weitere Tastenbelegungen anlegen, zum Beispiel auf weitere Filme, auf eine Slideshow, auf unterschiedliche Sprachversionen und so weiter. Wie Sie jetzt hier links in der grafischen Darstellung sehen, haben wir zum einen das Menü, zum anderen sehen Sie hier unten die direkte Verlinkung zu meinem Film. Das heißt, wenn dieser Film zu Ende gespielt hat, geht auch ein Pfeil nach links oben. Das heißt, nach Ende dieses Films springt dieser automatisch auf das Menü zurück. Meine DVD wäre jetzt soweit fertig. Ich müsste allerdings vorher noch eine Startaktion festlegen. Und zwar klicke ich dafür wieder hier in diesen grauen Bereich, wähle als Startaktion Menüs, Menü 1, und zwar dort das Menü, damit der DVD-Player weiß, dass die DVD mit diesem Menü starten soll, und könnte jetzt diese DVD beispielsweise sofort brennen. Alternativ dazu kann ich, wie gesagt, auch noch mehrere Filme in diesem Menü unterbringen, oder ich füge ein weiteres Menü hinzu, zum Beispiel dieses hier, ziehe es wieder per Drag and Drop in die Timeline und muss jetzt allerdings manuell eine Verlinkung ansetzen, denn DVD Studio Pro weiß natürlich nicht, über welche Verlinkung, das heißt über welches Sprungende oder über welchen Button auf dieses Menü zugegriffen werden soll. In unserem Fall wähle ich einfach meine Videodatei, und anstatt dass ich Sprungende Menü 1 definiere, das heißt also mein Hauptmenü, wähle ich als Sprungende Menü 2, und zwar hier auch das Menü. Das heißt, die Verlinkung läuft jetzt von hier nach da, und zwar sobald dieser Film zu Ende abgespielt ist. Auch hier kann ich, wie gesagt, diese DVD wieder simulieren, indem ich oben auf den Button Simulation klicke. Ich sehe die vorgefertigte Animation von Apple, kann jetzt quasi direkt auf diesen Button draufklicken, den ich angelegt habe, und somit meinen Film starten. Das heißt, die DVD ist soweit mehr oder minder ideal programmiert. Auch hier wechsle ich wieder auf die 16:9 Darstellung, breche den Abspielvorgang in dieser Position ab und kann die DVD, wie gesagt, von hier aus direkt brennen.